brauche meine tägliche Dosis Schändung. Nimm mich, Ja, es gibt Leute, Rainbow. die Alter. geben viel Geld für eine Domina aus und reichen Ubisoft-Spiel. Ich muss dir noch den totalen Witz des Tages erzählen. Da lade ich mir gestern dieses Free-to-Play Hyperscape runter. Was gestern? Aha. Installier das, lest dabei, dass es ein Battle Royale ist. Okay. Kai hat's gespielt, Jesse hat's gespielt. Ja, gib's dem mal eine Chance. Das war auch der Grund, warum ich danach geguckt habe. Ich habe gesehen, dass sie das gespielt haben. Ich dachte, was ist das denn für ein Spiel? Guckst du mal. So. Mach es an. Lies Ubisoft. Drück auf die PlayStation-Taste. Geh auf Löschen. Boah, den habe ich ja gar nicht gesehen, verdammt. Hier rum. Ach, das ist schon. Das ist schon. Hier ist er auch. Hier ist oben beim Drop. Scheiße, wo ist das denn? Das sind im anderen Raum drin, wo du gerade drauf zuläufst. Ah. Ja, genau da. Mir eben Ash im vollen Sprint geholt, hätte ich mal aufnehmen sollen. Sorry. Ach, du warst das? Ja. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Jawoll! Immer wieder schön. Ace, der sieht so bescheuert aus, ey. Ja, der Bauarbeitertrupp, ey. Der Kanalarbeiter. Kanalarbeiter mit einer AK, ey. So weit ist es schon. Den haben sie im Kalten Krieg vergessen. Kanäle gebaut für die UdSSR, Wo ist eigentlich unser Ace? Im Ärmel oder was? Ja, ist klar. Ach, nee, der verteidigt den Untergrund von Moskau gegen die bösen Amerikaner. Ja. Der KGB weiß nicht mal, wer das ist. Er selber weiß nicht mal mehr, wer er ist. Was ist das? Das hast du umsonst bei Twitch gekriegt. Ja, das ist dieses Ding, wo viele drunter geschrieben haben, bitte werdet nicht zu Fortnite. Das muss nicht sein. Ja, verständlich. Total verständlich. Ist aber auch das erste Mal, dass ich das Ding komplett wirklich sehe. Es ist eine andere. Nee, dann wüsste ich nicht. Nee, mein Freund, ich war hinter der Wand. Oh, Kavera, das war ein Geschenk. Und rennte die Granate rein. Weiß, rot. Weiß, Spiel verlassen.
Oh, die ist aber lustig gefallen. Ja, ich kann irgendwie nicht vernünftig spielen. Meine Enttäuschung über Jannis ist einfach zu groß. Der hat doch immer so Phasen. Ja, er ist aber keine Frau, also ist das nicht zulässig. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, Jackie, was machst du da? verschluckst du gerade ein Mikrofon oder? Verschluckst du gerade ein Mikrofon? Hab die Schnauze voll. Beiß das Scheißding ab hier. Naja, komm, Arne, jetzt gehst du mit einem 4-0-3 raus. Ich immerhin mit einem 0-0-3. Das ist für meine Verhältnisse schon sehr gut. Bin nicht zu sagen überragend. Überragend. Du, gegen cheatende Holländer bin ich mit einem 0-0-3 absolut zufrieden. Genau diese, jedes Mal, wenn solche Sachen passieren mit Spawn-Peaken, mit irgendwo liegen, irgendwo drauf sitzen, das sind immer Goldspieler und höher. Das ist so zum Kotzen. Und können nichts zu tun. Ich wurde von einem Holländer gerettet. Ja, da war Sterben aber die bessere Variante. Nein, nicht du, lass mich liegen. Lieber verblute ich. Ich habe da gerade echt keinen Kommentar zu, aber ich sehe das genauso. Ich hätte mich auch selbst gemessert, wenn das möglich wäre. Pulsadern öffnen vor dir. Schon wieder Erster. Ja, ich kann das Spiel. Hab's jetzt durchgespielt zweimal. Es reicht. Oh, nee, ey. Bloß raus hier, ihr könnt mich am Arsch lecken. Apropos Ashe, ich habe gestern ein Experiment gewagt und habe im Angriff nur Ashe gespielt. Ich bin bei 5 Matches ohne Scheiß dreimal MVP gewesen. Janis? Ja. Wo bist du? Du bist nicht Ash! Ich bin doch noch gar nicht in der Runde, aber es ist in Ordnung. Okay. Das erinnert mich jetzt auch so an Becky. Wir haben heute irgendwie nur Becky Erinnerungstag, ey. Weiß nicht, ob das Kompliment ist, ob von Becky Erinnerungstag. Nee, nein, die Situation. Wir hatten das eben gerade mit beim Start weg direkt schießen. Das kann sie gut. Und Oh ja. mitkriegen, dass sie in einem, nicht mitkriegen, dass sie in einem anderen Match ist als wir. Das bekommt sie. Na ja, gut, bei mir war es gerade offensichtlich, weil ich habe das Spiel jetzt vor einer Sekunde aber erst erfolgreich als Blitz gemessert. Ey, Elvis hat noch nicht mal das Gebäude betreten. Ihr seid schon fertig, Mann. Wir wollten denen mal zeigen, wie man ordentlich Angriff spielt. Jetzt mittlerweile gibt es gar keine Taktik mehr, es wird immer noch reingekrannt. Alles wieder weh! Nee, Taktik ist jetzt Tic-Tac. Ja. Oder in der heutigen Zeit TikTok. Und Ach, da hör kommt der auf, Finger, ey. nur für mich. Okay, kriegst du das Ablenken? Kindertagesstätte, was machen wir? Irgendwelche kreativen Ideen? Das ist gleich wie eben, ne? Ja. Ja, genau, wir gewinnen! Das ist das Ziel. Taktische Vorschläge? Wir siegen! Jawohl! Au! Ah, schön. Janis, bist du jetzt im Team? Ja, ich bin im Team, übrigens. Ich spiele auch schon mit. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ach ne, stimmt, du warst ja eben Mira. Ja, ich bin auch wieder Mira, weil ich gerade für Mira. Ja, ich habe das kurz vergessen, was ich überhaupt mache. Der Ladebildschirm war so lang. Kann kurz vergessen, was ich spiele. Was ist das überhaupt? Ich hatte gerade echt Schwierigkeiten. Habe ich mir jetzt doch UFC gekauft? Luftverdächtige
Ich mache mir gerade kurz Sorgen über mein Alter. Das solltest du auch, glaub es mir. Das ist ja gruselig. Alpha Pack! Schon was Geiles drin. Ganz aufgeregt. Richtige Euphorie. Ich kann kaum still sitzen, ey. Mach auf, mach auf, mach auf! Du musst uns unbedingt sagen, was drin ist. Ich hab auch eins! Du zuerst, David, du zuerst! Ja, ich bin schon dabei. Er lädt. Oh, es ist grau. Oh! Blood Orchid Gasmaske für Thatcher. Woo! Okay, er lädt. Komm. Du packst das! Es ist weiß. Wintermond-Uniform für Alchim. Warte. Oh, wieder abgeräumt. Ah! Okay, reicht für heute. Der versucht nicht mehr. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Letzter Gegner. Da, die Rache ist mein, André Ramos! Welche Treppe? Ne, die andere Treppe. Auf der anderen Seite, vom großen Raum. Danke. Ja, gerne. Ah, nur noch für beide. Ja, was heißt nur? Das war's für die. Gefuse hast du, ja, lass uns noch runterrennen. Da ist eine Kerzhellwand, die kriegen die auf. Lass uns hier runterspringen. Hallo. Ich mach die Wand auf. Okay, der eine ist scharf rechts. Ja. Sehr gut. Da gebe ich gerne meinen Platz als MVP an. Oh, haben sie beide aufs kurze Eck gezielt? Nein. Scheint so, ne? Die Wichser. Sehr gut, Bunker, siehst du? Keine Chance gehabt. Alte Männer sind halt geduldig! Ja, nicht heute, nicht morgen, vielleicht nicht in einer Woche, vielleicht auch nicht in 3 Monaten. Aber dann, wenn du es am wenigsten erwartest, dann bin ich da. Vielleicht auch nicht mehr in diesem Leben, aber dann... Bis zum Angriff hast du Blitz gespielt. Stimmt. Also musst du jetzt Clash spielen. Ne? Ich mach's auch noch einfach, weißt du, instant. Oh, ich will Clash spielen, da bin ich aber dabei. Herausforderung angenommen. Schwarzbart. Schwanzbart. Oh. Gibt's wahrscheinlich als Porno. Mich würd's nicht wundern, ey. Captain. Schwanzbart, ja. Captain Schwanzbart und seine Crew. Der Gründer der unten ohne Party, ey. Captain Schwanzbart und seine Pimmelpiraten. Oh ja. Und die Pimmelfechter, ja. Die Pimmelfechterbrigade. Die Pimmelbriganten. Formation!
Was? Die Doppelbier hat gerade nicht einen einzigen Schuss getroffen. Um. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. 10 Sekunden noch. Noch 5 Sekunden. Nicht in den Explosionsradius kommen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Dann hast du nicht gerechnet, du kleiner Wichser. Ich gebe einfach für diese schlechte Leistung heute Janis die Schuld. Das ist... Nee, finde ich auch nicht okay. Das hat mich so runtergezogen, ich krieg gar nichts gebacken. Ich auch, Janis! So enttäuscht. So enttäuscht. Gute Arbeit. Der Bio so haben wir dich nicht erzogen. So was du bist nicht mehr mein Sohn! Zu trinken holen. Irgendwas Erfrischendes. Irgendwas mit Arizona-Eistee. Och, nicht schon wieder sowas. Hi. Hi. Ist hier keiner, der mir ein Bier holen kann? Doch, Jonas. Wo ist Jonas? Oben. Hol bei der Bierholkerl. Wir sitzen da jetzt noch mehr Blut auf deinem T-Shirt. Der Punkt ist so lange, bis die Blutstropfen auf T-Shirt gehen. Was geht doch auch nicht mehr raus, du Honk. Was kann ich so ein Bier holen für den Papa? Und im Keller im Kühlschrank. Der war schon gerade, ne? War der Kuchen, weil der und der Öffner ist in der Schublade mit dem blauen Griff. Jetzt hab ich endlich rausgefunden, warum wir die überhaupt haben, ey. Genau. Ja? Glaubst du wirklich, dass 15 Jahre sich dafür gelohnt haben, dass wir uns alle nein, aber in irgendwas muss ich mich hier hochziehen. Wenn du noch mal eine Bierflasche rein. Oh, schön. Der einzige Sinn und Zweck von Kindern ist, dass sie irgendwann mal Bier holen können. Moin! Moin! Hi. Moin! Was ist los? Muss ich ein Video speichern? Ja.